Ich möchte Sie auch von meiner Seite ganz herzlich begrüßen und auch von der Seite der AEW mich bedanken, dass ich hier ein Referat zu diesem Thema halten darf, dezentrale Energieerzeugung. Sie werden sehen, also ich werde nach einer kurzen Einführung drei Beispiele, das ist ein Biomassekraftwerk, das sind ein paar Worte zu Photovoltaik und auch zu zwei Windparks, werde ich etwas erzählen. Und alle von diesen Beispielen haben eigentlich total andere Hintergründe und zeigen ganz andere Anforderungen oder Bilder zu, was optimal ist. Wir haben Trends und Ziele, die das Umfeld gibt. Es gibt auf der einen Seite die Energiestrategie 2050, die muss ich ja nicht erklären. Die Dekarbonisierung, Effizienz, also Energieeffizienz verbessern, erneuerbare Energien fördern. Auf der rechten Seite hier eher die Technologietrends, die uns dann helfen oder helfen sollten, die linke Seite zu erreichen. Das ist Dezentralisierung, das ist vor allem auch ein PV, also gerade bei neuen erneuerbaren Energien wichtig, Digitalisierung und natürlich die Speichertechnologie. Das ist das Bild der AEW Kraftwerke, das sind Beteiligungen, aber auch eigene Kraftwerke, wie wir sie heute betreiben. Wir haben einen großen Fokus auf Wasserkraft, wir haben ungefähr 100 Megawatt Beteiligung, das ist hier die großen Kraftwerke entlang des Rheins. Hier Klingnau, Stausee, dann gibt es auch kleinere Kraftwerke an der Limmat. Und wir haben auch zwei eigene Kraftwerke hier in Bremgarten, ein kleines mit 500 Kilowatt und ein größeres mit 20 Megawatt Leistung. Dann von der Photovoltaik-Seite her sind etwa 6 Megawatt Peak-Leistung, werde ich nachher noch mehr erzählen dazu. Und Biomasse haben wir ein Kraftwerk da in Rheinfelden oben. Sie sehen dann eigentlich schon an diesem Bild, wir sind schon dezentral unterwegs. Selbst die größeren Kraftwerke sind einzelne Kraftwerke an verschiedenen Standorten oder eben, wie ich gesagt habe, hier die Limmat-Kraftwerke, vier Standorte, sind ein paar wenige Megawatt. Also die Integration von solchen Anlagen ins Netz ist eigentlich selten ein Problem. Wir haben ganz selten, wenn man Photovoltaikanlagen auf abgelegene Höfe baut, muss man sich überlegen, ob man da einen Speicher baut oder das Netz ausbauen muss und so weiter. Aber die Integration als solches, die technische Integration eigentlich, fast nie ein Problem. Der Aargau ist heute ein Stromkanton. Er produziert heute mehr als zweimal so viel Energie, wie eigentlich im Aargau benutzt wird, also 2017. Ich habe keine neueren Daten, aber ich denke, das ist heute auch noch ungefähr so. Rund 5 Terawattstunden werden heute benötigt. Und 11,4 Terawattstunden wurden 2017 produziert. Wenn wir die Energiestrategie 2050 umsetzen wollen, dann müsste man zumindest den Kernanteil ersetzen. Und wenn wir ein Energiekanton bleiben wollen, müssen wir auch unseren Beitrag weiterhin leisten. Dieses Potenzial, das hier abgeschätzt wurde, für neue erneuerbare Energien, beträgt ungefähr 2,3 Terawattstunden. Und Sie sehen auf der rechten Seite hier, eigentlich wäre das Potenzial der Solar bereits 2,3 Terawattstunden, das bezieht sich nur auf den Aargau. Die Quellen sehen Sie unten angegeben, das sind auch ältere Solarkataster von 2013, also hier heute würde das wahrscheinlich das Potenzial noch höher liegen. Biomasse gibt es ein kleines Potenzial und auch Wind. Das Schöne daran ist natürlich, dass man da Bandenergie oder eben auch im Winter oder über Nacht Energie erzeugen kann. Geothermie ist das Potenzial noch nicht genau definiert und erforscht und wir wissen noch nicht, wo es da hingeht. Die AEW hat anfangs 2018 den ersten, also schweizweit ersten Pellevergaser, Holzpellevergaser in Rheinfelden in Betrieb genommen. Das ist dieses Haus auf dem Gelände der Saline Rieburg. Von hinten werden, also hier ist die Zufahrtsanlieferung von Pellets, wir haben so ein Förderwerk, das hier die Pellets raufbefördert, dann in das Silo ist, oder die Silos sind hier eingebaut. Die werden dann in diesem Bereich befördert. Dort ist ein Vergaser, wird ein Holzvergaserprozess, das Holzgas herausgezogen und in einem BHKW, das ist in diesem Bereich drin nachher verbrannt, ist ein MAN-Dieselmotor mit einem Generator gekoppelt. Wenn jetzt dieser Vergaser läuft und das BHKW auf Störung geht, können wir auch diese Fackel benutzen, das ist dieses Kamin, also für ein paar Minuten oder so muss man den Vergaser nicht runterfahren. Da draußen sind noch die Asche
Asche und die Späne, Holzspäne, die das Pelle und Staubholzstab, die Pellets mitbringen, werden dort dann gefangen. Also im Prinzip ist der relativ einfach. Wir haben die Pellets in einem eingebauten Silo, nicht hier, wie hier gezeichnet, etwa 530 Kilowatt, das ist die Energie, die da im Rohstoff steckt. Das wird vergast in diesem Vergaser, das ist ein fixfertiges Modul. Das Gas muss gekühlt werden, bevor es hier dem Blockheizkraftwerk zugeführt werden kann. Die Abwärme, rund 70 Kilowatt thermisch, die wird auch verwendet. Und nachher das Gas wird hier verbrannt, elektrische Energie durch den Generator, rund 170 Kilowatt. Und die restliche thermische Energie, in diesem Fall rund 200, gibt dann zusammen 270 Kilowatt thermisch. Wir können das eigentlich nur effizient oder optimiert, kostenoptimiert auch verwenden, wenn wir diese thermische Energie auch abbringen können. Sprich, wir brauchen einen Wärmeverbund, der auch im Sommer, weil das ist ein Bandlastkraftwerk, das auch im Sommer diese 270 Kilowatt thermische Energie abnimmt. Die AEW ist eigentlich prädestiniert, solche Anlagen zu bauen. Wir betreiben 84 Wärmeverbunde bis nach Zürich und Solothurn. Eigentlich hätten wir sehr gute Voraussetzungen, aber eben bei weitem nicht alle von diesen Wärmeverbunden haben auch einen Sommerverbrauch. So sieht es innen drin aus. Das in der Mitte ein Bild, das ist dieser Vergaser. Das ist ein Wirbelschichtvergaser, vier Zonen. Und das Gas unten wird Sauerstoff ein und der Brennstoff kommt. Also die Pellets werden hier mit einem Fächer hochgedrückt und zuerst getrocknet. Das sind vier verschiedene Temperaturzonen. Und dann oben hier liegt dann die Verkokungsschicht und dann das Gas. Die ganze Sache wird verwirbelt, das heißt in dem oberen Teil wirbelnd diese halbwegs verkoksten Teile oder Pellets herum. Sie schweben, sie dürfen nicht zu hoch schweben, weil also der Gasstrom wird oben abgesaugt, hier oben. Und man will natürlich nicht die unverkoksten Pellets absaugen, sondern nur das Gas. Die Asche wird dann aus dem Gasstrom herausgefiltert und nachher in Säcken abgefüllt. Das ist das Bild, dass eigentlich diese Öffnung, wenn man da hineinschaut, da wo dieser Herr steht, ist diese Öffnung. Hier gleich eine Anmerkung, diese Anlage ist die erste und das war eine Herausforderung für alle Beteiligten. Für uns, auch für uns eine Technologie, die wir nicht kennen, wir haben Neuland betreten, aber auch für die Behörden, auch für die Firma Burkhardt, die diese Anlage geliefert haben. Normalerweise sind das Standardmodule, man sieht das auch hier, diese grün-blaue Kiste ist einfach das Standardmodul und das steht normalerweise einfach irgendwo, das kann draußen stehen sogar. Wir mussten das einbauen in ein Gebäude und nachher ist es wie wenn Sie eigentlich ein Fertighaus bauen, aber es dann trotzdem nicht die Standardkomponenten nehmen, sondern das irgendwo noch selbstständig ergänzen. Ein anderer Punkt, wir mussten diesen Zugang hier bauen. Dieser Herr, der geht von hinten, gibt es eine Leiter, der Zugang war zu eng. Also das war für die Arbeitssicherheit war das nicht gegeben. Und so kamen dann eben auch noch Kosten auf uns zu, die man eigentlich nicht berechnet hatte. Die Anlage war zertifiziert oder ist zertifiziert. Steht hier eigentlich, die ist EU-zertifiziert. In der Schweiz gelten dummerweise gewisse andere Anforderungen und man musste wieder Nachbesserung machen, Nachjustierungen und hat dann eben am Schluss auch etwas, das eben teurer ist als die Standardlösung. Im ersten Betriebsjahr hatten wir sehr viele Justierungen von Parametern. Wir hatten die ersten drei Monate war eigentlich sehr gut und nachher hat man einen Teeransatz gefunden. Also es hat immer mehr Teer gegeben. Zum Teil hatten wir auf Rückschlagklappen 2 cm Teerbildung. Bei der Jahresrevision hat man dann, musste man das Teer abschaben. Sie sehen da ein Bild von einem Filter. Man musste auch die Betriebsparameter, das ist nicht so wie ein Photovoltaikkraftwerk, das man einfach hinbaut und nachher betreibt man es, bis der Wechselrichter beschädigt ist und man den austauschen muss. Das ist ein Kraftwerk, das man konstant betreuen muss und es auch nachjustieren muss. Burglind war 2018, Januar, dieser große Sturm, der eigentlich große Schäden angerichtet hat. Es gab viel Fallholz, das wurde nachher auch großteils zu Pellets verarbeitet. Der Brennwert von Käferholz, von diesem Fallholz, ist tiefer als von neuem Holz. Das sieht man nachher und man muss die Parameter nachjustieren. Also die Leistung geht ganz geringfügig runter.
plötzlich nur noch 140 kW elektrische Leistung und muss die Förderleistung erhöhen, die Temperaturzonen anpassen. Wir haben im Herbst, Oktober letztes Jahr größere Nachbesserungen gemacht, um eben solche Probleme zu minimieren. Wir haben das Silo, die Einläufe verbessert, die Überwachung verbessert. Zum Teil hatten wir nur Einzelkontakte. Wenn dieser Kontakt einen Fehler hatte, dann ging die ganze Anlage auf Störung. Schlacke-Transport hat man verbessert, dass man, wenn man den Vergaser ausbauen oder die Schlacke entfernen muss, dass man schneller ist. Und wir haben auch die Pellets, ist jetzt mit einer Öleindüsung versehen. Das heißt, die Pellets werden ganz leicht beölt, besprüht. Das sind nur tropfenweise, das sind pro Tag 2-3 Liter, damit die Gleiteigenschaften bei der Förderung verbessert werden und nachher auch weniger Späne entstehen. Was ich vergessen habe zu sagen, wir führen ja die Pellets von unten ein. Das ist eigentlich nicht das normale Verfahren. Es ist ein Verfahren, das von dieser Firma speziell entwickelt und verwendet wird. Das heißt, diese Zone hier, die fährt eigentlich langsam hoch und irgendwann ist dieser Vergaser voll. Das ist typischerweise nach 600 bis 800 Stunden. Und dann muss der Deckel oben eben hier geöffnet werden und die Schlacke muss entfernt werden. Auch der Koks, also da oben gibt es dann Koks, den nimmt man weg. Unten dran gibt es Schlacke, die darf auch nicht zu dick werden, weil sonst kann der Gasstrom nicht mehr richtig zirkulieren. Das muss man ausräumen. Wir fahren die Anlage normalerweise am Abend runter, bevor der letzte in den Feierabend geht, und dann kühlt die Anlage aus und am nächsten Morgen kann man mit dem Ausräumen beginnen. Man hat also fast 24 Stunden, die man verliert bei diesem Ausräumprozess. Und das ist normal. Also wir schalten die Anlage 15 Tage im Jahr eigentlich aus, nur um diesen Vergaser auszuräumen. Das ist die Kurve vom ersten Betriebsjahr. Das sieht jetzt ein bisschen hässlich aus. Also wir haben hier angefangen am 16. Januar mit dem Betrieb. Die kleinen Einbrüche, wie schon erwähnt, da gab es zum Beispiel Türsignale. Am Anfang hat die Betriebsmannschaft nicht gewusst, dass wenn sie den BHKW-Raum öffnet und die mehr als 5 Minuten offen steht, die Türe, dass dann das BHKW auf Störung geht, weil die Umgebungstemperatur zu stark abgekühlt ist und die Abwärme nicht mehr verwendet werden konnte. Solche Dinge gab es natürlich. Größere Unterbrüche sind hier rot eingezeichnet und der größte ist eigentlich hier hinten im Oktober. Fast ein ganzer Monat haben wir Verbesserungen gemacht und auch aber die Jahresrevision. Als erster Teil da Verbesserungen, dann haben wir angefahren, geschaut, ob das funktioniert, nachher die Jahresrevision noch angehängt. Insgesamt ist es 80% der Zeit gelaufen. Für das erste Jahr eigentlich erfreulich. Heute sind wir bei 88% im 2019, also haben das noch weiter verbessert. Und auch die kleinen Einbrüche hier sind weniger geworden. Aber wenn man so eine Anlage baut, etwas Pionierarbeit leistet, muss man das natürlich auch vorzeitig schon wissen. Die Vorteile liegen eigentlich auf der Hand. Wir haben thermische und elektrische Energieerzeugung. Wir haben Bandenergie, was man bei Photovoltaik heute nur während dem Tag und auch im Winter weniger Erzeugung. Und wir erzeugen auch hier Energie aus lokalen Energieträgern. Die Pellets, die beziehen wir aus den lokalen Wäldern rund um Rheinfelden. Die Verbesserungen für dieses Jahr sind mehrere Verbesserungen noch geplant. Also wir wollen die Überwachung noch verbessern. Heute gehen dreimal pro Woche jemand vor Ort, muss gewisse Parameter manuell noch abschreiben. Wir haben einen Fernzugriff, der wird täglich, normalerweise zweimal täglich abgelesen, also einfach aus Fern. Und trotzdem muss noch dreimal pro Woche jemand dahin. Das ist vom Hersteller so gegeben. Und diesen Zyklus wollen wir noch verlangsamen, also zweimal vielleicht pro Woche jemand hin muss. Und die Weiterverwendung der Asche, heute wird die deponiert. Die Asche aus dem Gasstrom, da möchten wir eigentlich etwas damit anfangen. Die kann man zertifizieren in der Dünger, zum Beispiel für Düngermittel oder für andere Seife oder solche Dinge könnte man die unter Umständen verwenden, sind wir momentan daran. Jetzt im Bereich Photovoltaik, das ist ein ganz anderer Bereich, der eigentlich schön zeigt, der Grundsatz der AEW war immer, wir wollen dem Kunden eine Möglichkeit geben, sich zu entscheiden für verschiedene Produkte. Wir setzen nicht auf ein Pferd, sondern wir bieten verschiedene Möglichkeiten, Wahlmöglichkeiten an. Das kann sein, dass der Kunde
zum Beispiel Naturstrom oder Naturstrom Plus Produkte bezieht mit einem höheren Solaranteil. Nächstes Jahr beispielsweise 45% Solar im Naturstrom Plus. Und das hier ist jetzt ein Beispiel. Mit der Stadt Rheinfelden hat man eigentlich sich Gedanken gemacht, wie können wir diese Produkte so weiterentwickeln, dass Personen, die in der Altstadt wohnen und keine PV-Anlage aufs Dach bauen können, aufgrund von Denkmalschutz oder in einem größeren Überbauung wohnen und einfach keine eigene Dachfläche zur Verfügung haben, hat man diese Gemeinschaftsanlage auf dem Feuerwehrmagazin gebaut. Die ging Ende letztes Jahr ans Netz und die Kunden konnten sich einzelne Module kaufen, also wie pachten, und haben jetzt die Energie oder kriegen diese Pacht in Form von Geld über 20 Jahre wieder zurück. Die AEW nimmt auch diese Module wieder zurück, also wenn jemand wegzieht oder so, nehmen wir die wieder zurück. Wir haben auch eine große Warteliste. Zuerst ging es etwas harzig, die ersten Prozent, sie waren nicht so schnell verkauft. Wir hatten einen Infoanlass und dann etwa 30% innerhalb von einem Monat. Aber dann stagnierte es, dann waren wir am Jahrmarkt und plötzlich explodierte die ganze Sache. Am Schluss hatten wir eine Warteliste, was uns bewog, dass wir ein zweites Projekt jetzt lancieren. Das ist ein Bild aus der Baueingabe, die vor etwa einem Monat gelaufen ist. Auf dem neuen Logistikcenter der Swisslos, auch in Rheinfelden, entsteht hier die zweite Anlage. Das wird im Frühling nächstes Jahr wird die gebaut. Auch mit anderen Gemeinden sind wir im Gespräch. Also das ist ein Projekt, das sich eigentlich replizieren lässt. Was auch schon erwähnt wurde, vertikale Fassaden. Das ist ein Bild aus 2017 von der Jura Zementfabrik, eine alte Kohlelagerhalle. Da musste man das Dach sanieren und im gleichen Zug haben wir dann eine PV-Anlage installiert, eben auch. Damit kann man auch den Winterstrom diesen Effekt etwas reduzieren, weil da kein Schnee drauf fallen wird oder wenig. Unsere Kompetenz in diesem Bereich, nur ganz kurz, also wir machen die Auslegung. Wir bauen die Anlagen nicht selber, das sind dann Solateure, aber die Auslegung machen wir selber. Wir gehen auch vor Ort, mittels Drohnen können wir beispielsweise solche Öffnungen, Fenster oder auch, da ist zum Beispiel der Blitzschutz, sieht man, oder Wände kann man dann relativ einfach aufnehmen und in die Tools importieren und kann relativ schnell ein System durchrechnen, auch mit dem Lastgang der Eigentümer hinterlegen und so dann das Optimum finden. Auch Speicher, wir haben mehrere Speicher als Pilotinstallationen, einfach um Erfahrung zu sammeln. In diesem Bereich jetzt ein kleiner Speicher, im selben Bau ist auch ein größerer Industriespeicher eingebaut, der aber nicht auf dem Bild Platz fand. Und wir verwenden auch heute, Digitalisierung war ja das Thema, heute schon diese Überwachungsmöglichkeiten, das ist logischerweise niemand vor Ort. Alle unsere Anlagen sind auf einer zentralen Plattform zusammengefügt und wir überwachen die eigentlich im Minutentakt mit Simulationsdaten von Satelliten. Wir haben die nachgebildet, also Ausrichtung, Modultyp, Wechselrichterverluste und so weiter, das ist alles hinterlegt. Man sieht das an diesem Beispiel, das Grüne wäre die theoretisch nach der Sonneneinstrahlung prognostiziert vom Satelliten Ausgangsleistung und das Blaue sind dann die tatsächlichen Energiewerte, die man dann erreicht hat. Wir können dann Alarmwerte setzen, wir haben zum Beispiel bei einer Anlage gesehen, dass ein Baum gewachsen ist, etwas schneller als man das erwartet hat und dann einfach immer an einer Stunde hat die Anlage einen tieferen Wert herausgegeben. Das kann man dann automatisieren und so auch auf Störungen relativ rasch reagieren. Das ist unsere installierte Anlagenleistung, natürlich viel kleiner als mein Vorredner gezeigt hat. Aber wir sind ein regionales Elektrizitätswerk. Wir haben eigentlich 2010 begonnen mit drei Anlagen, auch in Rheinfelden, wie auch mit der Gemeinschaftsanlagen. Heute verfügen wir über 38 Anlagen mit etwas mehr als 6 Megawatt Peakleistung und wir sind jetzt noch 1,3, sind noch in Pause, 4 Anlagen, jetzt bis Ende Jahr werden die noch ans Netz gehen, also rund 7,5 Megawatt Peak Ende Jahr. Und so wie es aussieht, man kann es etwas sehen, am Anfang war das eher auch ein bisschen verhalten, in den letzten Jahren dann doch ein Anstieg und für das nächste Jahr, das sind schon die geplanten, also sind schon Projekte, die 95% von diesem Zubau ist schon im oder nicht unterzeichnet, aber im finalen Unterzeichnungsgang. Und das ist ich weiß nicht, ob diese Steigung weitergeht, ich hoffe es natürlich, aber hier haben wir einen Sondereffekt, wir bauen eine größere Anlage über 2 Megawatt und die hat dann natürlich, macht
einen Großteil von das, rund die Hälfte vom ganzen Zubau vom nächsten Jahr aus. Aber schön wäre es natürlich, wäre auch glücklich, wenn der Zubau so weitergehen würde. Im Bereich Windkraft sind wir schon eine lange Zeit beim größten Windpark der Schweiz beteiligt, auf dem Mont Crozet, im Juvon. Und wir planen an zwei Projekten auch im Aargau. Auch der Aargau bietet Potenzial für Wind, nicht an sehr vielen Standorten, aber trotzdem an einigen. Das ist der geplante Windpark Burg, eine Animation. Der ist nördlich von Aarau. Vier Anlagen stehen allerdings auf Solothurner Grund und nur eine Anlage im Kanton Aargau, auf Gemeinde Oberhof. Es wären dann Enercon E92, der Anlagentyp ist fixiert mit 92 Meter Rotordurchmesser, 104 Meter Höhe, Nabenhöhe, also 150 Meter Gesamthöhe, ungefähr 12 Megawatt Gesamtleistung und rund 20 Gigawattstunden Energieertrag pro Jahr. Hier konnten wir die Abstimmung gewinnen, oder die Gemeinde hat sich für dieses Projekt im Dezember vom letzten Jahr ausgesprochen. Das heißt, wir haben hier eine relativ hohe Sicherheit, dass dieses Projekt auch kommen wird. Natürlich gibt es dann Gerichtsverfahren und so weiter, das wissen wir heute schon. Ich habe das früheste Baubeginn 2021, wahrscheinlich wird das eher 2022 oder 2023 sein, einfach aufgrund von Einsprachen. Die Baugesuche wurden schon abgegeben in beiden Kantonen, Aargau und Solothurn. Und das Baugesuch wollen wir, also die öffentliche Auflage, die 30 Tage, möchten wir anfangs nächstes Jahr dann durchführen. Und dann werden wir eben die ganzen Hunderten von Einsprachen wahrscheinlich dann erledigen müssen, was einfach Zeit braucht. Aber auch das muss man in Kauf nehmen. Ein zweites Projekt ist von der Anzahl Anlagen kleiner, aber von der Leistung her und auch vom Anlagentyp größer, ist auf dem Lindenberg. Es ist eine spezielle Herausforderung, nicht, dass wir hier nur zwei Kantone haben, ist genau dasselbe oder ähnlich wie vorher. Wir haben, also hier geht die Kantonsgrenze durch. Das ist die Bainwiler Seite, auf der wir heute planen mit vier Anlagen. Kanton Aargau, auf der linken Seite ist Hitzkirch, Kanton Luzern. Wir werden die Dossiers auch an beiden Kantonen abgeben müssen, obwohl die blauen Punkte, also wir planen nur vier Anlagen auf Aargauer Boden, weil wir aber auch gewisse Auswirkungen auf die Seite haben, zum Beispiel Schattenwurf, wird natürlich auch auf die Luzerner Seite geworfen, wird man diese Dossiers auch am Kanton Luzern abgeben. Das sind größere Anlagen, G158, also das sind 158 Meter Rotordurchmesser, sind nicht die größten, wie oft hört man in den Medien, sind die größten Anlagen, die es überhaupt gibt. Ich habe letzte Woche ein Bild von einem Freund erhalten, der von der Haliade X ein Bild mir gezeigt hat, wo der erste Prototyp heute im Bau, oder jetzt ist er fertig gebaut, aber letzte Woche in Rotterdam war er noch im Bau, 220 Meter Rotordurchmesser, ist doch nochmals größer, aber die sind natürlich Offshore-Anlagen. Also das ist die größte Anlage von GE heute für Onshore, hat auch ein geteiltes Blatt, also das wird vor Ort dann zusammengesetzt, damit ist auch die Transportierbarkeit vor Ort einfacher. Obwohl wir hier nur vier Anlagen haben, haben wir ungefähr 20 Megawatt und auch 33, also 50% mehr Leistung oder Energieertrag als bei Kienberg und bei diesem Windpark Burg. Wir sind hier aber ungefähr zwei Jahre verzögert. Wir werden die Dossiers voraussichtlich im Frühjahr oder im ersten Quartal an den Kanton Aargau abgeben und auch an den Kanton Luzern. Und die Abstimmung, also die Bevölkerung von Bainwil wird dann abstimmen dürfen und die ist frühestens im 2021 geplant. Das wäre dann Baubeginn frühestens 2023 und sehr wahrscheinlich eben vielleicht eher 2025. Integration, ein paar Worte zu diesem Projekt. Integration von Windanlagen ist eine besondere Herausforderung, und zwar nicht aufgrund von technischen Gegebenheiten. Man kann über alle Themen reden, auch über Vogelschlag und so weiter. Da gibt es alles technische Lösungen. Also man gibt sogar Fledermausabschaltalgorithmen. Wir haben über ein Jahr die Fledermausaktivität gemessen auf verschiedenen Höhen, bei verschiedenen Windgeschwindigkeiten, also kontinuierlich, aber nachher ausgewertet. Windgeschwindigkeit, Temperatur, Jahreszeit und so weiter. Und das geht nachher hinüber in ein Abschaltkonzept. Das heißt, man weiß, jetzt ist diese Art von Fledermaus, die hat die Migrationszeit bei dieser Windgeschwindigkeit, fliegt sie auf dieser Höhe und ich kann nachher Gegenmaßnahmen treffen. Also die Integration technisch
ist eigentlich kein Problem. Auch mit Schattenwurf, mit Schall, mit all diesen Dingen, da gibt es überall Lösungen heute. Aber die politische Integration, das ist eigentlich die Schwierigkeit. Und das haben wir hier mit einem Interessengruppenprozess versucht, oder sind immer noch daran. Wir haben etwa im 2-Monats-Schnitt haben wir eine Zusammenkunft, das ist immer eine lange Sache, also so von 7 bis 11 Uhr am Abend. Und da sind Vertreter von verschiedenen Interessengruppen dabei, da ist zum Beispiel WWF oder Pro Natura dabei, da ist aber auch der Loipenwart dabei und jemand vom Wild, also von der Jagd, da ist der Forstwart, jemand vom Grundwasser, vom Wasserwerk. Und das sind ungefähr 25 bis 30 Personen. Es kommen nicht alle, ungefähr 30 werden es. Und da wird an diesen Abenden dann vertieft ein Thema diskutiert, eben beispielsweise Vögel, Fledermäuse, die Geologie vom ganzen Lindenberg, wie der aufgebaut ist wegen dem Grundwasser und solche Dinge. Und wir versuchen dann einerseits Informationen von uns überzubringen, was wir planen, und andererseits aber Informationen auch zu sammeln von diesen Interessen. Das sind ja Vertreter von diesen Interessengruppen. Und die sollen eigentlich diese Interessen dann hineinbringen. Und so haben wir diese Standorte auch herausgefunden. Wenn wir den Park als AEW einfach ohne diesen Prozess geplant hätten, hätten wir wahrscheinlich einfach da oben, vorwiegend da oben gebaut. Und jetzt hat sich das, alle diese Interessen zusammengenommen und hat den Park gemeinsam geplant, in Workshops und so. Es war eine spannende Angelegenheit. Und jetzt sieht er etwa so aus. Der wird auch weitergeführt, also sicher bis zur Abstimmung, bis wir wirklich die finalen Daten haben. Weil jetzt, wenn wir abgeben, den Kanton, gibt es eine erste Vorprüfung, das geht dann ein halbes Jahr. Nachher haben wir ungefähr uns ein halbes Jahr Zeit gegeben, um diese Vorprüfung, diese offenen Pendenzen zu bearbeiten. Dann gibt es eine zweite Vorprüfung. Und da geht es nochmals, ich denke, ungefähr ein Jahr, deshalb diese Zahl 2021. Ich bin sehr gespannt auf den letzten Vortrag heute, weil da geht es auch um Visualisierung von Windkraftanlagen. Wir machen es heute so, einfach in Form von Animationen. Ist auch immer etwas schwierig, weil die Schattensituation oder die Lichtintensität spielt eine starke Rolle, wie man auch sieht. Natürlich die Distanz ist anders, aber wir haben auch von derselben Position dann bei verschiedenen Witterungsbedingungen Aufnahmen gemacht und solche Simulationen. Und auch die Geschwindigkeit, das ist jetzt Volllast. Aber die typischerweise bei so einer Witterungsbedingung hat man keine Volllast, also müsste man eigentlich auch die Drehzahl noch reduzieren. Also es gibt sich dann auch da gewisse Möglichkeiten oder Unsicherheiten. Ganz kurz als Fazit. Die tragende Säule für uns als AEW bleibt die Wasserkraft. Wir wollen aber die Photovoltaik stark ausbauen und auch Kombination mit Speicher prüfen, wenn das möglich und sinnvoll ist, und dann mit Wind und Biomasse eine Ergänzung macht für auch den Winter. Vollständig abdenken kann man es nicht, aber wir haben es ja vom Vorredner gehört, eigentlich ist das gar nicht so ein Riesenproblem. Es gibt auch in diesem Buch, das ich auch gelesen habe, gibt es auch die Möglichkeit, also das wird auch beschrieben, dynamische Leistungsregelung, das machen wir heute zum Teil schon. Wenn die Netzzuleitung zu gering war, also von der Leistung her zu gering ist, dann machen wir dynamische Pegelanpassung von der PV-Anlage, dass die einfach begrenzt ist. Wenn der Konsum vor Ort zu klein ist, wird sie begrenzt und sonst wird sie voll ausgefahren. Da gibt es eben, es gibt da Lösungen. Die Integration von PV-Anlage ist eigentlich nie oder selten, sehr selten ein Problem. Bei Biomasseanlagen ist von der Größe her eigentlich auch nicht so ein Problem, eher weil man diesen Wärmeverbund braucht und die Abnahme von der Energie. Und bei Windenergie geht es eigentlich nicht um die Integration, sondern es geht eigentlich darum, politischen Akteure an einen Tisch zu bringen und da ein Optimum zu finden für alle, weil es gibt etwa 40 Anforderungen, divergierende Anforderungen, denke ich. Und da muss man ein Optimum suchen und nachher die Anlagen dazu bauen und ans Netz zu bringen, ist eigentlich untergeordnet. Auch da die komplexen Prozesse und die politischen Unsicherheiten sind eigentlich die großen Hürden. Das Volk darf abstimmen. Wir haben 2009 angefangen mit dem Projekt Lindenberg, sind also jetzt heute 10 Jahre unterwegs. Das Projekt wurde da einfach sporadisch, hat man gewisse Tests gemacht, eben Fledermäuse, Vögel und so untersucht. Aber jetzt sind wir seit 2 Jahren voll dran. Wir brauchen noch mal sicher 2 Jahre und das Zeit ist Geld, sagt man ja so schön.
Also man hat sehr viel Geld in Vorleistung und am Schluss kann eigentlich der Bürger vor Ort hat am Schluss die Wahlmöglichkeit, ob er dieses Projekt will oder nicht. Und das sind natürlich das Risiko, das man in die Hand nimmt. Gut, das wär's. Bin offen für Fragen, wenn Fragen aufgetaucht sind. Ja, genau. Fragen. Das Mikrofon ist hier. Also, ich komme. Alain Ernie von Soleco. Was sind die Kosten, die Sie erreichen bei Ihrer Biogasanlage zwischen jetzt Strom und Wärme, was Sie ja zusammen produzieren? Was können Sie da an Cent pro Kilowattstunde erreichen? Also wir erhalten von der KEF heute rund 30 Rappen pro Kilowattstunde. Und wir können die thermische Abwärme, die ja ungefähr 60% ausmacht, können wir der AEW in diesen Netzverbund Rheinfelden-Ost eingeben und erhalten da auch ein paar Cent pro Kilowattstunde zurückvergütet. Wenn wir jetzt nur 20, und damit können wir eigentlich die Rentabilität gerade halten. Und das ist der große Unterschied von dieser Biomasseanlage zur Photovoltaik. Was man vorhin auch in den Grafiken gesehen hat, dass es so runtergeht mit den Preisen. Bei Photovoltaik sind wir heute wirklich in dieser Größenordnung, die auch gezeigt wurden. Wir haben, wenn man mit Nullrendite rechnet, ist man irgendwo bei ein paar wenigen Rappen. Wenn man nachher die ganzen Renditeforderungen und alles noch raufrechnet, sind wir irgendwo bei 7-8 Rappen. Und bei Biomasse sind wir eben bei 30, da können wir unsere Minimalrendite, die wir für diese Projekte einsetzen, gerade so fahren. Aber wenn wir bei 25 Rappen wären pro Kilowattstunde, wäre eigentlich die Rendite nicht mehr gegeben. Natürlich, wenn man abstellt, das wäre ja auch nicht die, dann verbrennt man einfach die Investition. Also muss ich schon überlegen, was man das macht. Aber für uns war auch klar, das ist auch eine Vorleistung, wie bei den Windparks. Man baut etwas, also man ist Pionierarbeit und das ist etwas teurer als etwas anderes. Das war bei den PV-Anlagen am Anfang auch so, die waren einfach viel teurer. Und diese Generation, die ist jetzt schon relativ fortgeschritten, oder die dritte Generation von Biomasse von diesem Typ. Und wir sind natürlich gespannt, wie es weitergeht mit den Kosten. Oder? Allerdings sieht man auch, die Brennstoffkosten sind kaum runtergegangen bei der Biomasse. Und das ist natürlich ein Riesentreiber. Wir verbrennen da ungefähr 110 Kilogramm pro Stunde. Und also 900 Tonnen irgendwo im Jahr. Und diese Brennstoffkosten, solange die da sind, werde ich ja an denen nicht vorbeikommen. Und das ist mein Gefühl, dass man da eigentlich nicht gegenüber Solar nicht konkurrenzfähig sein wird. Auch in ein paar Jahren. Aber das ist jetzt mein persönlicher Meinung. Ja, eine weitere Frage. Ja, dann, wenn ich sehe, wo Sie sehen, das Potenzial von Solar im Bereich von 2 Terawattstunden. Das bedeutet, Sie sollten relativ viel mehr Solar installieren. Das bedeutet 60 Megawatt pro Jahr oder 70 Megawatt pro Jahr in den nächsten 30 Jahren, um das zu erreichen. Wie haben Sie schon Pläne, wie das passieren könnte? Und was würde dann Ihr Job sein, wenn so viel gebaut wäre? Ja, wir haben uns diese Strategie natürlich auch angedacht. Auf der anderen Seite ist es auch so, wir sind zwar das Aargauische Elektrizitätswerk, aber wir haben eigentlich die Potenzialanalyse für uns selber gemacht. Und heute beliefern wir etwa ein Viertel von diesem Strom im Aargau. Das geht irgendwie über das Netz der AEW. Und da kann man also eigentlich schon mal davon ausgehen, dass wir auch, sage jetzt von dieser Produktion her, nur ein Viertel wäre dann eigentlich ein Viertel vom Aargau, der ja nur etwa ein Zehntel ist von der ganzen Schweiz. Und nachher gibt es auch natürlich auch private Akteure. Ich privat habe auch eine PV-Anlage auf dem Dach. Also ich hoffe natürlich auch auf solche Personen und solche Initiativen. Es geht nicht nur um die großen Anlagen zu bauen, sondern eben auch die kleinen. Und so sind wir auf diesen Zuwachs gekommen. Also wir werden sicher nicht pro Jahr 60 Gigawatt bauen als AEW, aber wir werden in dem Bereich von einigen Megawatt werden wir sicher bleiben. Oder eben nächstes Jahr sind 4,6 Megawatt geplant und ich hoffe, dass es so weitergeht. Aber das sind nicht nur wir, weil es sind nicht unsere Dächer oder zum großen Teil nicht unsere Dächer.
Wir bauen heute bei jedem neuen Unterwerk, bei jedem neuen Wärmeverbund, also Wärmezentral, bauen wir konsequent eine PV-Anlage. Auch wenn die nur 90 Kilowatt Peak Leistung hat. Eigentlich möchten wir die großen Anlagen bauen, jetzt in der Produktion, oder ich bin ja in der Produktion angesiedelt. Ja, noch eine Frage hier und dann müssen wir uns in die Pause verabschieden. Ich frage, ich habe gesehen, Ihre... Nein, es sollte eigentlich gehen. Ah, gut. Ich habe gesehen, Ihre Kollektoren, die liegen so flach. Sollten Sie die Kollektoren nicht so ausrichten, damit sie im Januar am besten funktionieren? Dann könnten Sie mehr Grundlastkapazität abbauen. Ja, eben, das ist immer abhängig vom Projekt. Also das eine Bild, das ich gezeigt habe von der Jurazement, da sind sie ja vertikal montiert oder mit einem relativ hohen Winkel. Und das ist aber abhängig beim Projekt. Bei Rheinfelden Solar hat man sich entschieden, das parallel aufs Dach, das ist nur eine ganz schwache Neigung. Es sind eben verschiedene Parameter. Oder? Es hat zum Teil auch zu tun mit Verschmutzung. Also wenn wir gehen zum Beispiel steiler, wenn wir wissen, dass die Luft verschmutzt ist, einfach wegen dem Abwascheffekt, aber auch nicht zu steil, weil dann gibt es gar keinen Abwasch. Und so muss man eigentlich jedes Projekt selber wieder anschauen. Und es ist natürlich die günstigste Lösung, wenn man das einfach Ost-West, nicht, also wenn man es einfach aufs Dach bauen kann. Oft bauen wir Ost-West-Ausrichtung heute, dass man auch schon gesehen hat, mit etwa 10 Grad Aufständerung, damit man am Morgen schon früher etwas hat und am Abend noch länger. Aber der Winterstrom ist natürlich eine andere Angelegenheit. Ja, meine Frage ist mehr, Sie brauchen ja Grundlast. Und was nützt Ihnen das, wenn da jetzt im August da so riesig Strom produziert wird von den Sonnenkollektoranlagen und im Januar haben Sie nichts und Sie brauchen immer noch thermische Kraftwerke. Das ist doch die Frage. Und im Januar ist es einfach 10-mal weniger als im August. Das ist so. Aber das ist auch so, wenn Sie bei uns im Aargau hat es dummerweise relativ viel Nebel. Also selbst wenn Sie die senkrecht aufstellen, sind Sie im Winter oft im Nebel. Das ist leider so und da muss man auch damit rechnen. Und die Leistung wird auch dann immer im Sommer am meisten sein. Aber das sind die Konzepte, die eigentlich Balif erklärt hat, die auch in diesem Buch schön beschrieben sind, finde ich. Und ich habe eigentlich keine Angst über diese Sommer-Winter-Thematik mit der Photovoltaik. Ich meine, man hat heute Lösungen, diese Systeme so zu regeln, selbst wenn man im Sommer dann eine Limite begrenzen muss oder so. Das machen wir heute schon technisch, wenn wir eine Anlage bauen mit 500 Kilowatt PV-Solarleistung, dann hat die nur 400, typischerweise 400 Kilowatt Anschlussleistung, also die geht gar nicht über das. Also wir schneiden heute schon einen Teil weg. Und ja, der Rest werden wir sehen, wie wir das mit Digitalisierung und mit anderen Lösungen, eben wie Herr Nordmann das auch erläutert hat, erschlagen kann. Aber ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass man das in den Griff kriegt. Gut, sehr gut. Dann gehen wir jetzt auch hoffnungsvoll in die Pause, dass dort Kaffee und sonstige Mittel zur Wahl da präsentiert werden. Ihnen möchte ich noch Schokolade aus dem Aargau überreichen und danke vielmals nochmal.